Willkommen zur Medienrunde nach unserem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Neben mir Platz genommen haben die beiden Cheftrainer des heutigen Tages. Das sind zum einen Thorsten Ziegner und zum anderen Tobias Schweinsteiger. Und dann darf ich den Gast, wie gewohnt, das erste Statement zum Spiel bitten. Ja, hallo von meiner Seite. Ich glaube, ja, schwierig. Wir sind schwer ins Spiel reingekommen. Ein bisschen so die mentale Frische noch gefehlt nach dem Dienstagsspiel. Ich glaube, danach aber mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel reingekommen. Ja, machen dann, ich weiß gar nicht die Reihenfolge, das Abseitstor, glaube ich, und dann das 1-0 und dann das 2-0. Haben vorher aber auch schon Chancen im Konter aufs Dritte. Ja, das ist gerade unser Problem, dass wir das Dritte nicht machen. Dann macht Duisburg mit einer super Aktion von Moritz Stoppelkamp das 2-1. Und dann war es so ein bisschen ausgeglichen, glaube ich. Viele Druckphasen überstanden, trotzdem auch 3-4 Chancen noch für uns. Und im Endeffekt bin ich froh, dass wir das Spiel über die Zeit gerettet haben. Und glaube ich, hat viel Kraft gekostet. Meine Jungs waren alle am Pumpen, weil, und das muss ich auch sagen, der MSV Duisburg einen sehr, sehr schönen, guten Fußball spielt. Ich glaube auch, dass das oft über die Dauer auch erfolgreich sein wird. Gute Jungs drin und hat uns sehr, sehr viel Stress in der Vorbereitung bereitet, während dem Spiel bereitet, und ich bin froh, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen haben können, und wünsche trotzdem MSV für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Ja, vielen Dank, dann dürfen wir weiterreichen an Thorsten Ziegner. Ja, hallo auch von meiner Seite. Bevor ich dazu komme, Tobi, Glückwunsch dir und deiner Mannschaft zum Sieg. Tobi hat es schon gesagt in der ersten Hälfte. Ich fand auch, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, das, was eben Osnabrück nicht gelungen ist. Und dann ärgert mich eigentlich vor allem, dass wir durch eine negative Situation, ja, sei es eine Torchance, sei es ein Gegentor, sei es ein Ballverlust, uns so ein bisschen den Mut nehmen lassen. Ja. Und das hat man dann natürlich gespürt ab der 15. Minute, dass uns dann der Mut verlassen hat, nachdem dann Osnabrück eben auch noch in Führung gegangen ist. Und folgerichtig war dann auch das zweite Tor, was allerdings nicht aufgrund von falscher Staffelung, sondern einfach aufgrund von fehlender Verantwortung in der Zuteilung bei Standards ist. Ja. Das sind Dinge, da können wir noch 100-mal darüber reden oder es trainieren. Das sind Aufgaben, die Jungs zu erledigen haben. Wenn sie das nicht tun, ist es ein No-Go, ja, und geht eben so nicht. Sonst kommen die Gegner eben so zu einfachen Toren nach einem Standard, der immer verteidigbar ist. Und so sind wir in die Halbzeit gegangen und waren natürlich erstmal grundsätzlich niedergeschlagen. Und ich habe den Jungs dann in der Halbzeit mitgegeben, das Einzige, was uns fehlt, ist Mut. Ja, dass man in einem Spiel mal zurückliegen kann, dass man auch Rückschläge einstecken kann. Das sind Dinge, die passieren im Fußball. Das wird nicht das letzte Mal in jedem seiner Karriere sein, sondern das Wichtige ist, wie man dann damit umgeht. Und das finde ich, dass die Jungs das in der zweiten Hälfte sehr gut gemacht haben. Sie sind aufrecht nach draußen gegangen. Sie sind vor allen Dingen dann mit einem hohen Mut, mit einer hohen Intensität immer wieder angelaufen. Wir haben dann ein schnelles Tor geschossen. Da habe ich schon auch die Hoffnung gehabt, dass wir dort Osnabrück so ein Stück weit verunsichern, dass wir die eine oder andere Kontergelegenheit zulassen müssen. Auch das war uns bewusst, aufgrund dessen, dass wir natürlich mehr riskieren mussten, um das Spiel möglicherweise noch zu drehen. Und schade ist es einfach nur, dass wir für diesen Aufwand in der zweiten Hälfte zumindest nicht mit dem Unentschieden belohnt worden sind. Ich glaube, die Situationen dafür waren ausreichend da. So haben wir es nicht geschafft, und trotzdem bleibt die zweite Hälfte jetzt erstmal haften, auch wenn das aktuell total wehtut, dass wir das Spiel eben verloren haben. Aber die zweite Halbzeit, die bleibt haften, zu was die Mannschaft eben imstande ist, wenn sie mutig ist, wenn sie an sich glaubt, wenn sie mit einer Überzeugung auf den Rasen geht. Und diese zweite Hälfte wollen wir natürlich mitnehmen, weil wir nächste Woche auch mit 2 Niederlagen ein total wichtiges Spiel haben. Aber auch Rot-Weiß Essen hat dieses Wochenende 3-0 verloren. Das heißt, sie haben auch einen Rückschlag erlitten. Und jetzt werden wir uns aufrappeln, werden es analysieren. Und dann versuchen wir natürlich daran anzuknüpfen, was wir in der zweiten Hälfte gezeigt haben nächste Woche. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Thorsten. Gibt es Fragen an einen der beiden Cheftrainer? Die erste kommt von Dirk Retzlaff. Wir haben diese Woche viel über Emotionen, Schiedsrichterentscheidungen etc. gesprochen. Jetzt hat Sebastian May heute wegen Reklamierens seine 10. gelbe Karte gekriegt. Er sagte eben in der Interviewzone, er hätte den Linienrichter darauf hinweisen wollen, dass Osnabrück zeitweise mit 12 Spielern auf dem Platz gewesen wäre. Wie fällt jetzt das Urteil über diese gelbe Karte aus? Und natürlich, euch ist ja jetzt die komplette Innenverteidigung für das RWE-Spiel weggebrochen.
Ja, ich stand witzigerweise stand ich genau neben dem Schiedsrichterassistenten, als es passiert ist. Ja, und es gibt natürlich zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite finde ich es nicht gut, dass Basti da hingelaufen ist. Ja, auch mit dem Wissen, dass die Schiedsrichter eben so reagieren teilweise, ja, und dort schnell gelbe Karten zücken wegen sowas. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es natürlich ärgerlich ist, wenn wir Woche für Woche nach einem Spiel über solche Situationen diskutieren müssen. Und nochmal, ich stand daneben, es war jetzt kein Brüllen, es war kein Ansprinten des Schiedsrichterassistenten, sondern lediglich gesagt, dass ein Wechselspieler, glaube ich, quer über den Platz gelaufen ist, was jetzt auch nichts Schlimmes ist, und darauf hat er dann hingewiesen, mehr nicht. Und er ruft dann gleich einen Schiedsrichter und der soll eine gelbe Karte zücken, das hat er getan. Ärgerlich für uns, ja, dass er gesperrt ist. Und auf die Frage, beide Innenverteidiger gelb gesperrt nächste Woche. Tobias Fleckstein und Leroy Quadwo, die haben lange genug gelauert. Ja, jetzt sind sie nächste Woche gefragt und dran. Und ich mache mir da keine Sorgen drüber. Gibt es dann weitere Nachfragen an einen der beiden Trainer? Ja. Die nächste kommt dann vom Reviersport. Was hat heute für Hetwa und gegen Buadus gesprochen von Anfang an? Es war keine Entscheidung für Hetwa oder gegen Buadus. Also es war eine Entscheidung für eine Aufstellung, wo wir einen zweiten Stürmer neben Stoppelkamp gesucht haben. Und das, wir wussten dann schon, dass Julian mit seiner Geschwindigkeit gegen eine Mannschaft, die hierher kommt und sicher nicht einen Bus vor dem eigenen Tor parken wird, sondern selbst aktiv am Spiel teilnimmt, uns möglicherweise den einen oder anderen Raum eröffnet in der Tiefe. Und Juli mit seiner Geschwindigkeit war dort eine Option, das zu tun. Ich finde auch, dass er für sein Startelf-Debüt, zumindest in dieser Saison, das sehr ordentlich gemacht hat, dort einige gute Läufe dabei gehabt hat. Das, was gefehlt hat, waren dann einfach so nachrückende Spieler, um mehr Präsenz am gegnerischen 16er zu haben. Aber deswegen haben wir uns für Juli entschieden. Dann scheint für den Moment keine weiteren Fragen. Doch, gibt auch eine von dem Kollegen in der Reihe dahinter. Ja, Malte Goldschön aus der Rücker Zeitung. Frage an Tobias Schweinsteiger. Der Kollege hat es gesagt, Sie haben gehofft, nach dem Anschlusstreffer ein bisschen Verunsicherung auch hervorrufen zu können. Warum hat das nicht geklappt? Warum ist der VfL stabil geblieben? Und vielleicht auch noch ein Wort zu Philipp Kühn, der am Ende den Sieg festgehalten hat. Ja, sagen wir so, ganz ohne Verunsicherung. Also ist natürlich das, was wir mit der Historie, dass wir in Oldenburg schon mal zwei Punkte oder zwei Tore Vorsprung hergeschenkt haben und in Dresden uns das auch schon passiert ist, natürlich tunlichst vermeiden wollten, hier schnell ein Gegentor zu kriegen. Ich glaube aber, dass wir im Moment schon ein bisschen gefestigter sind als im Herbst. Das definitiv. Wir haben dann eigentlich auch wieder mehr ins Spiel gefunden, sind dann wieder ein bisschen aktiver geworden. Deswegen glaube ich, das ist nur eine Folge des Prozesses, den wir als Mannschaft durchlaufen und in dem wir uns gerade befinden. Trotzdem kann es immer, und wir haben es bei der Situation zum 2-1 gesehen, aus fast nichts immer ein Tor kassieren. Und ja, wir kriegen es zurzeit ganz gut hin. Auf der anderen Seite haben wir auch gleich die Überleitung zu kriegen, mit Pipo auch heute einen sehr, sehr guten Torwart gehabt, der uns mit vielen Paraden, mit einer guten Ausstrahlung im Spiel gehalten hat. Und genau, das ist auch ein Prozess, den Pipo jetzt durchlaufen ist, mit dem, dass er mal ein paar Spiele auf der Bank war, Ende der Herbstserie. Und ja, gut trainiert, viel trainiert, härter trainiert, meiner Meinung nach, als zuvor. Für sich da auch ein Gefühl jetzt gefunden hat, was er im Training braucht. Und er lebt von Spannung und wenn er das hat, hat er, glaube ich, schon oft bewiesen, dass er ein guter Torwart ist und deswegen steht er im Moment auch im Tor.